Dankeschön. Vielen Dank. Alles cool? Wie ist die Stimmung? Alles gut? Alles gut? Ich finde es toll, hier zu sein, wirklich. Ich beobachte das schon die ganze Zeit, das ist einfach toll, das ist super. Ihr seid ein geiles Publikum, ich sehe das ja auch gerade jetzt das erste Mal, sehe ich euch auch, voll cool. Guck mal hier, so junge Leute, ne? Guck mal hier, andere. Ist toll, das ist schön. Super. Ich freue mich, weil ich mag es auch so, mit Publikum zu sprechen, ich liebe das wirklich, gerade so nach den Shows, ist super. Letztens kam so eine etwas ältere Frau zu mir, nach der Show, und hat zu mir gesagt, ich will dich jetzt kurz stören. Und ich so, okay, da habe ich richtig Bock drauf. Aber die wollte nett sein zu mir, die hat mir ein Kompliment gemacht und ich habe irgendwie damit nicht gerechnet. So, gerade mit dem Ende habe ich nicht gerechnet. Die guckt mir in die Augen und sagt so, Chris, du? Du. Chris, du hast das, was Frauen wollen. Titten. Und da habe ich gedacht, okay, doch bitte weg. Aber Leute wollen jetzt immer netter zu mir, die wollen immer nett sein. Weißt du, die wollen nett sein. Letztens kam einer zu mir und hat gesagt, so, Chris, komm, du mit deinen fetten Witzen, ist doch völlig Quatsch. Ey, so fett bist du doch gar nicht. Ey, das ist das schlimmste Kompliment, das ihr einem Fetten machen könnt. So fett bist du doch gar nicht. Also du bist schon fett, aber so fett. Ey Leute, wir Fetten wissen, wenn wir zu fett sind. Ey, ich stand letztens noch auf der Waage, da stand da, einer muss runter. Und das Krasse ist, dann bin ich runtergegangen, da stand da noch einer. Ich so, hä? Ich hab Spuren hinterlassen. Und das Ding ist, ich bin nicht nur fett, ich habe nicht nur Titten, nein, ich habe auch keinen Bart. Das ist der Jackpot. Ey, Titten und kein Bart, ich sehe aus wie meine Mutter, das ist so schlimm. Aber guck mal, es kommen ja Leute zu mir und die weisen mich mal drauf hin, wie ich aussehe. Da kann ich ausrasten, weißt du? Ich weiß nicht, was das mal soll. Weißt du, meine Freundin kam letztens auch zu mir und hat gesagt, boah, du bist jetzt 23, hast nicht mal einen richtigen Bart. Du Lauch. Weißt du? Und da könnte ich rumheulen, sagen, was soll das und so. Aber nein, dann müsst ihr zurückschlagen, wenn sowas passiert. Weißt du, ich habe auch zurückgeschlagen. Ich habe gesagt, ach Schatz, kein Bart ist doch scheißegal. Außerdem fände ich es jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen lächerlich, wenn zwei Leute in der Beziehung Bart tragen. Ja. Dankeschön. Na, wenn dann alle. Aber jetzt nochmal Party, komm. Sehr cool. Ja, meine Freundin heißt Wolfgang. Wir sind wirklich sehr... Nein, war Spaß. Die heißt Conchita. Kennt ihr sie? Ja. Die singt ganz gern. Ja. Sonst geht es bei mir sehr viel um das Thema Schule, weil das Ding ist, ich war total schlecht in der Schule. Wirklich, ich war so schlecht. Und ich muss am Anfang jetzt nochmal direkt fragen, war auch jemand von euch in der Schule? Einer so, ja, zweimal war scheiße, ja. Wie heißt du? Manfred. Manfred? Nein, darf ich dich Manni nennen? Wie nenne ich deine Freunde? Auch Manfred. Manfred. Dann sage ich Manni. Ich nenne dich Manni Boy. Manni Boy, warst du gut in der Schule? Nicht so gut. Nicht so gut? Okay, guck mal. Du hast ja wahrscheinlich so Hassfächer gehabt, wo du sagst, boah, diese Fächer, die hasse ich noch bis heute. Was machst du heute beruflich? Beruflich bin ich Lehrer. Du bist Lehrer. Weißt du, wie man sowas nennt? Den Jackpot für einen Comedian. Moneyboy, du bist Lehrer. Warst du gut in der Schule? Ne, ich war kacke. Was bist du? Lehrer. Ist ja auch richtig geil. Was unterrichtest du denn? Geschichte und Erdkunde. Geschichte und Erdkunde, die richtig krassen Fächer. Hast du Chemie und Physik? Du hast Chemie und Physik, da kommen wir gleich zu. Aber ich möchte jetzt wirklich auch nicht den ganzen Abend jetzt auf dir rumreiten. Wirklich, ich möchte nicht böse sein. Ich weiß, du kommst mit dem Urlaub buchen gar nicht mehr hinterher. Aber, ja komm, Moneyboy, warum bist du Lehrer geworden? Juli und August. Achso, alles klar. Moneyboy, finde ich sehr geil. Guck mal, das ist cool. Ich freue mich auch mal, wenn Lehrer da sind. Das ist wirklich total toll. Weil, guck mal, wir machen hier Sachen auf der Bühne, die könnt ihr gar nicht kennen. Guck mal, das, was wir auf der Bühne machen hier, guck mal, das nennt man Arbeit. Das ist auch jetzt nicht gegen dich. Jetzt sag mir mal wirklich, das allerschlimmste Hassfach, wo du sagst, so, das war das allerschlimmste, so das Fach, was du am allermeisten gar nicht gemocht hast. Physik. Ja, Physik war bei mir auch mal krass, weil Physik hat ja auch immer so viel mit Wärme zu tun, ne? Und gerade so, ich weiß nicht, ist euch mal aufgefallen, im Matheunterricht, ich habe Physik jetzt leider nichts vorbereitet, ja? Im Matheunterricht. Hey! Warst du gut in Mathe? Ja, aber leider. Ja, du weißt, wie man sich sympathisch macht. Wer von euch hat Mathe gehasst? Mal kurz Hand hoch. Ja? Du, was war für dich das Schlimmste an Mathe? Bitte? Infinitesimalrechnung. Ich fand das super. Also normalerweise höre ich sowas wie die Zahlen, aber das ist auch gut. Ja, guck mal, ich muss sagen, mit den Zahlen kam ich zurecht. Die Zahlen waren super. Ich kam mit den Buchstaben nicht klar.
Weißt du, kam immer in meinen Buchstaben, weißt du, so X, Y, Z, A, B, immer die Frage, was ist X? Habe ich immer geschrieben. Buchstabe, ja, war falsch. Hast du immer mehr Buchstaben, hast du immer ganze Texte. Kennt ihr noch Textaufgaben? Ey, was ist das denn? Immer wenn ich eine Textaufgabe lesen habe, dachte ich, mein Lehrer will mich verarschen. Ey, weißt du was wie? Peter kauft 4 Tomaten, 3 Radieschen, 9 Gurken und eine Zwiebel. Er bezahlt 13,98 €. Eine Tomate kostet 3-mal so viel wie ein Radieschen, eine Gurke halb so viel wie eine Zwiebel ein Viertel von einem Radieschen und eine Tomate 45% von einer Gurke. Hallo? Und dann so Frage, was kocht Peter? Ey, ich kenn nicht meinen Peter. Ja? Was kocht Peter? Da wollte ich lustig sein, habe ich geschrieben. Crystal Meth. Ja. Das sind zwei Probleme. Dein Lehrer, der sagt, du hast eine 6 und hast du was dabei? Ja, scheiße. Guck mal, Moneyboy nickt. Du weißt, wovon ich rede. Na ja, ist doch geil. Super. Was war das Fach, was du nach Physik so gar nicht mochtest? Mathe. Ich habe Englischunterricht, war auch so katastrophal. Sorry, zu Mathe habe ich jetzt nicht noch mehr. Und das Ding ist, ich kann die Fresse nie halten. Weißt du, wenn mein Lehrer mich was gefragt hat, ich musste immer was sagen. Und mein Englischlehrer irgendwann so, Chris, what is your biggest wish for the future? Und ich so, yes. No, Chris, what is your biggest wish for the future? Und ich so, ah, sorry, my mistake. No. No, Chris, what is your biggest wish for the future? So, ah, sorry, what is my biggest wish for the future? It's my biggest wish for the future to become a nice girl one day. Guck mal, das Schöne ist, man sieht gerade ganz genau, wer in Englisch aufgepasst hat und wer nicht. Voll geil, Moneyboy hat gar nichts verstanden. Der sowieso, der hat doch eine Freundin. Die daneben, wieso, der hat doch Titten, alle super, ja, ist geil, ne? Guck mal, Leute, wenn ihr kein Englisch könnt, ich sehe ja ein paar von euch, kennen jetzt nicht so gut Englisch, ihr müsst trotzdem einfach mit breiter Brust auf die Leute zugehen. Das ist ganz wichtig. Ich war letztes Jahr auch in Amerika. Ja, in L.A. Und ich war mit meinem Kollegen alle, ne? Und wir wollten so Mädels kennenlernen. Und da habe ich gesagt, komm, einfach mit breiter Brust auf sie zugehen, einfach so tun, als ob ich Englisch kann, damit sie dann denkt, dass ich Englisch kann. Und ich bin in so einem Club zu ihr hingegangen, habe mir so ein paar Notizen auf die Hand gemacht und ich so... Hey! Yeah! What is your biggest wish for the future? Und dann hatte ich ein Gedicht für sie, es hat sie umgehauen. Ich so, listen by me. To me. My English is so very good, because I learned it from my book. Do you feel romancing? Do you like my dancing? In Germany, I am so fame. Please tell me, what is your name? Okay, ich gebe zu, sie war ein bisschen mehr geflasht, ja? Guck mal, sie hat wirklich, sie hat übers ganze Gesicht gestrahlt und dann sagt sie zu mir so, yeah, ich bin die Peggy und ich kenn es Leipzig. Ja. Aber an sich war es eine coole Idee, oder? An sich cool. Moneyboy, was war das Fach, was du nach den beiden Fächern so gar nicht mochtest? Schnell? Machen wir mal Chemie? Machen wir Chemie, gut, machen wir mit Deutsch weiter. Pass auf. Guck mal, das Ding ist, in Deutsch war ich immer total schlecht und mein Lehrer, der wusste das. Und der hat mir immer so Aufgaben gestellt, wo er wusste, das schafft er nie. Aber hat immer so getan, als wäre es total einfach, damit ich vor der ganzen Klasse als Opfer dastehe. Kann ich ausrasten. Was sagt er zu mir? So, Chris, jetzt sag mir mal irgendeinen Satz, den du willst, im doppelten Plusquamperfekt Konjunktiv 2. Und ich so, okay, ich werde ein Bier getrunken gehabt haben gewesen. Vielleicht? Ey, das ist ja ausgerastet von der ganzen Klasse. Chris, das doppelte Plusquamperfekt drückt wie das einfache Plusquamperfekt vor Vergangenheit aus. Standardsprachlich sind die Formen des doppelten Plusquamperfekts in dieser Funktion nicht akzeptiert. Wenn das Plusquamperfekt die Vorvergangenheit nicht eindeutig ausdrückt, ist die Verwendung von Adverbien wie bereits vorher und so weiter zu empfehlen. Da habe ich gesagt, und wenn die Tangentialrechnung unproportional zur Koeffizienz führt, regeneriert sich die brachiale Gleichung linear. Da sagt er, was soll das heißen? Ich sag, keine Ahnung, was heißt denn ihr's? Fuck it! Und ich sag zum Beispiel so, weißt du, ich hab zum Beispiel mal in Mathe eine 2 zurückbekommen, da war alles aus. Also alles aus, ich erklär's, also da war, sehr gut. Ne, aber es ist immer so, alle, so ein bisschen ältere Leute sagen immer, was, alles aus? Das ist so das Problem so zwischen älteren und Jugendlichen, so mit der Sprache. Ich meinte neulich zu meiner Mutter so, Mama, läuft bei dir? Und sie, was, jetzt schon? Und es war ekelhaft, aber,
Auf jeden Fall, ich hatte eine 2 in Mathe. Es war richtig cool. Weißt du, ich war so glücklich. Und dann tanze ich nach Hause. Weißt du, ich habe im Bus nackt an der Stange getanzt. Ja, ich war sehr... Stell es dir bitte nicht vor, ist ekelhaft, ja? Guck mal. Dann komme ich nach Hause, frage mich meine Mutter, was hast du geschrieben in Mathe? Ich so, eine 2. Und Ali? Nein. Und warum du nicht? Ich so, wie, warum ich nicht? Ja, war ja anscheinend möglich. Ich weiß nicht, warum ihr da klatscht. Ich habe nur überlegt, wie schafft es diese Frau innerhalb von 5 Sekunden, mir den Tag zu versauen? Und das Geile ist, am nächsten Tag kriege ich eine Geschichtsklausur zurück. Eine 3. Komm nach Hause, fragst du mich, was hast du geschrieben in Geschichte? Ich so, eine 3. Aber bevor du meckerst, Ali hat eine 4. Was sagt meine Mutter? Mich interessiert nicht, was die anderen haben. Und die brüllt mich auch immer an, so, räum dein Zimmer auf! Räum dein Zimmer auf! Ey, neulich hat sie mich so laut angebrüllt, da hat mein Nachbar vor Angst sein Zimmer auch gleich aufgeräumt. Und das Krasse ist, seine Mutter auch so, boah, die ist krass, die ist heftig. Meine Mutter ist auch sehr schlagfertig, ihr Mütter seid eh alle sehr schlagfertig. Wer ist Mutter? Ganz schnell, Hand hoch, Mutter, ganz schnell, ich brauche, ich hab nicht. Ja, wie vielfache Mutter bist du? Einfache Mutter, junge Mädchen? Mädchen, wie alt? 32. 32. Hä, wie, dann war sie vor dir da, oder? Na! Ja, guck mal. Ihr Mütter, ihr seid sehr schlagfertig. Ich liebe das. Wir haben mal gefrühstückt, meine Schwester, meine Mutter und ich. Und hat meine Schwester zu meiner Mutter gesagt, Mama, sag mal, wie ist das eigentlich, die schönste und klügste Tochter zu haben, die es gibt? Und meine Mutter so, keine Ahnung. Da musst du Oma fragen. Das ist schlagfertig. Und jetzt zum Ende möchte ich euch nochmal sagen, ich war sehr nervös. Ich muss wirklich, ich war sehr, sehr nervös. Hier sind viele einflussreiche Leute und auch der Florian. Aber ich danke, dass du da klatscht als Einziger. Ich fand's gut, Fettsack. Dankeschön, ja. Aber ich habe dann so mich rumgehört, weil ich habe gesagt, so der Stuttgarter Besen, das ist ein sehr wichtiger Preis. Meine Mutter, voll geil, da kannst du putzen. Nein, Mama, das ist was anderes. Und dann habe ich gefragt, was brauchst du? Und dann haben alle gesagt, Chris, du brauchst eine Message. Ich sage, ich habe WhatsApp, reicht das? Nein, das reicht nicht. WhatsApp reicht nicht. Ich sag, was ist denn das? Ja, du musst den Leuten was mitgeben. Ja, was denn? Ich hab doch nichts. Ja, irgendwie deine Gedanken, was wichtig ist. Und Leute, es gibt eine Sache, die möchte ich euch mitgeben. Das ist sehr wichtig für mich. Ihr müsst lachen. Ihr müsst wirklich lachen und ihr müsst Witze machen über alle. Über alle. Wirklich. Alle sagen mal, darf man Witze machen über Behinderte? Ja. Müsst ihr sogar. Ihr müsst Witze machen über Behinderte, über Schwule, über Schwarze. Nicht über schwule Schwarze, das wäre zu krass. Aber wirklich. Wirklich über alles. Ganz wichtig. Es gibt nur eine Regel. Ihr müsst auch über euch selber lachen können. Dann ist alles in Ordnung. Wenn ich sage, ey, ich bin fett, ich mache jetzt nur alle fertig. Wirklich. Und gerade bei schwarzen Witzen ist alle so, oh, der ist ja rassistisch. Nein, ich bin nicht rassistisch. Jetzt stellt euch mal vor, ich mache über alle Witze, über alle Leute, die es gibt, mache ich Witze, nur nicht über Schwarze, weil ich sage, weil die anders sind. Das ist Rassismus. Ja. Na, wirklich. Darf man das? Natürlich darf man das. Ich hatte neulich auch einen Schwarzen im Publikum sitzen. Ich hatte zuerst, boah, da sitzt nur ein weißer Pullover. Weißt, ich habe dann mal höflich nachgefragt, hey, ist das Baumwolle? Ja, der hatte Humor. Der hat gesagt, ja, wer es pflückt, der darf es auch tragen. Weißt du? Und es ist so... Leute, es ist geil. Nehmt euch selber nicht zu ernst, das ist geil. Wirklich. Es kann natürlich auch sein, dass ihr irgendwie so Witze macht über Schwarze und ein Schwarzer lacht nicht. Aber dann seid ihr keine Rassisten, dann hat der Schwarze keinen Humor. Das kann auch sein. Dann würde ich diss mich die ganze Zeit mit dem Schwarzen so hin und her. Ich sag, ey, Weißbrot. Also hat er gesagt, ich habe gesagt Schwarzbrot. Egal. Auf jeden Fall, wir dissen uns. Und dann steht ein anderer Schwarzer auf und sagt, ach, du bist bestimmt noch einer von denen, der sagt, dass wir Schwarzen alle gleich aussehen. Ich sag, boah, krass, wie schnell hast du dich denn jetzt umgesetzt? Ne? Und dann hat er gelacht, er hat's verstanden. Vielen Dank.